So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen Webinar der täglich neuen Handelsideen, präsentiert von Tikmill. Mein Name ist Mike Seidel und ich freue mich auch heute wieder, viele Zuschauer begrüßen zu dürfen, um mit Ihnen gemeinsam ein paar Ideen in den Charts rund um Forex, Aktienindizes, Rohstoffe, Anleihen oder auch Kryptowährung zu besprechen. Kryptowährung habe ich heute nicht vorbereitet. Für Sie habe ich heute Charteinblicke im Euro, US-Dollar, im britischen Pfund, Australdollar und im US-Dollar, Schweizer Franken. Wenn Sie mögen, dann kann ich auch gerne den ein oder anderen Wunschmarkt hier direkt auch live im Webinar besprechen, dazu einfach im Facebook eine Nachricht hinterlassen und dann kann ich direkt im Chat der Live-Besprechung hier darauf auch eingehen. Wie immer ganz zu Beginn der Risikohinweis: Der Handel mit Devisen und CFD auf Margin kann zu Verlusten führen. Das heißt, Sie riskieren, Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Dazu also der Risikohinweis. Was steht heute auf der Nachrichtenuhr? Wir haben ein paar wenige Nachrichten. Um 16 Uhr in den USA gibt es das Verbrauchervertrauen für den Monat Mai. Dann gibt es heute im Laufe des Tages, oder wie ich sehe, gab es das schon um früh, 6.40 Uhr ist schon durch, hat ein FOMC-Mitglied gesprochen. Und um 15 Uhr gibt es dann noch den HPI Composite 20. Als Information soweit zu den wichtigeren Nachrichten. Sie sehen, es stehen ein paar kleinere Dinge heute auch noch auf der Uhr, aber wie ich das auch gestern im Webinar erwähnt habe, so richtig voll auf der Nachrichtenseite wird es dann ab dem morgigen Mittwoch. Also hier die Nachrichtenuhr heute nicht ganz so voll gespickt, was aber nicht schlimm ist, weil wir haben genügend Potenzial für marktbewegende Nachrichten aktuell auch in Europa, wenn wir uns mal anschauen, was die Märkte hier in diesen Tagen auch machen. Schauen wir mal hier uns den Volatilitätsindex auch an. Das ist hier der VDAX New, der Future von der Eurex. Und wenn wir mal sehen, allein das Thema in Italien, was dort gerade los ist, das bewegt die Märkte. Wir haben einen sehr, sehr starken Anstieg der Volatilität gesehen. Das sehen wir hier sehr schön in diesem Index. Und das macht natürlich die Schwankungsbreiten in den Indizes beispielsweise auch deutlich höher. Wenn wir uns das ganze Bild mal hier anschauen, im DAX zum Beispiel, schauen Sie sich mal diese sehr, sehr langen Kerzen an, die wir jetzt haben. Ne? Im Vorfeld hat man nicht ganz so lange Kerzen. Jetzt kommt plötzlich wieder Unsicherheit in den Markt hin. Und da haben wir sehr, sehr starke Kerzen. Das ist ansteigende Volatilität. Das geht wirklich einher mit dem VDAX, den ich Ihnen hier gerade gezeigt habe. Also ein Bild, wo wir sozusagen völlig ungeplant vom Markt überrollt wurden oder von den Nachrichten überrollt wurden, mit schlechten Nachrichten, was in Italien gerade gespielt wird. Das sind politische Börsen, die sind häufig nicht ganz so gut zu kalkulieren wie andere Börsen und deswegen kann man da wenig einpreisen und deswegen gibt es auch diese sehr, sehr starken, erratischen teilweise Kursbewegungen, die wir hier in den Märkten sehen. Das ist hier mal der DAX, das gleiche Bild sehen wir auch in weitaus mehr, sag ich mal, Auswirkungsstärke warten Sie, das ist jetzt der spanische Markt, genau, den wollte ich auch zeigen, also in Spanien, es geht ja hier um Spanien, beziehungsweise, nein, nicht um Spanien, es geht um Italien, warten Sie, ich hole Ihnen mal den italienischen Index runter, so, hier haben wir es, da ist es jetzt der richtige, schauen Sie sich an, was hier entsprechend passiert ist in den letzten Tagen durch die Wahlen, die wir hier hatten, beziehungsweise durch die ganze Sache mit der Regierungsbildung, das ist schon sehr, sehr massiv, was hier sozusagen in diesem Index auch passiert und das ist indiziert durch diese Nachrichtenlage und das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Euro-Stoxx 50. Schauen Sie sich dieses Bild mal an. Gestern auch doppelt so hoch der Tagesverlust wie im DAX gewesen. Das ist natürlich hier massiv. Und was jetzt hier, wenn Sie sich die Indizes auch anschauen, die Banken sind davon auch teils sehr, sehr stark betroffen und die Banken sind natürlich auch in anderen großen europäischen Indizes vertreten und aus diesem Grund ist das auch ein Wert, der hier dazu beiträgt, dass diese Indizes doch so stark mit nach unten abfallen. Wir schauen mal, wie sich das Ganze lösen wird. Wir haben jetzt hier auf alle Fälle etwas, was sich aufbaut, eine starke Überdehnung. Der Markt schiebt hier einfach nach unten. Ich denke mal, da wird es auch in nicht allzu langer Zukunft, zumindest wenn alles so verläuft, wie das in früheren politischen
Börsen auch der Fall gewesen ist, wird es irgendwann noch eine Gegenreaktion bekommen oder werden wir eine Gegenreaktion bekommen und entweder der Markt gibt nur eine Gegenreaktion und passt dann weiter den Weg nach unten an oder es geht weiter nach oben, weil man einfach merkt, okay, so schlimm, wie wir jetzt überzogen haben, hier ist es doch gar nicht gewesen und dann steigen die Märkte an. Wir wissen es nicht, deswegen schauen wir auch drauf, aber wir sehen momentan die deutlich erhöhte Volatilität und da kann auch nicht ein sinkender Euro helfen. Wir sehen hier den Chart vom Euro, heute hier auch die Handelsidee davon sozusagen, einmal im Chart des Euro-US-Dollar wieder. Ich habe ihn hier mal eingezeichnet, den Trendverlauf des großen übergeordneten Trends. Sie sehen das hier, das sind sehr, sehr lange Zeiten, sehr, sehr viel Weg, den der Euro-US-Dollar hier geht. Und wenn man das Ganze mal schaut, sieht man hier auch die Bewegungen und die Korrekturen sehr, sehr schön, wie die trendförmig nach oben verlaufen. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen, was der Zusammenfluss der verschiedenen Trendgrößen innerhalb einer Zeiteinheit auch bewirken kann und dass es immer mal Momente gibt, wo man auch sinnvollerweise darauf schauen kann. Und das wollen wir hier heute auch einmal machen. Wir sind jetzt hier innerhalb des großen grün eingezeichneten Aufwärtstrends im Bereich des letzten Korrekturtiefs angekommen. Das ist hier unten der Wert um die 1,159 in diesem Bereich hier. Und da läuft der Markt also Stück für Stück rein. Warten Sie mal, ich sage Ihnen den genauen Wert. 15,9 ist ein bisschen hochgegriffen gewesen, glaube ich. Was haben wir hier? 15,6, 1,15,6 in diesem Bereich sind die Tiefs hier gewesen. Da laufen wir momentan auch rein. Wir haben eine sehr, sehr starke Überdehnung auch nach unten hier geschuldet, auch der politischen Börse in Europa. Die hat hier natürlich ordentlich mitgeholfen, dass der Euro-US-Dollar hier deutlich in die Knie gegangen ist. Und in diesen Bereichen, in diesen Unterstützungsleveln kann es auch kurz immer wieder zu Gegenbewegungen kommen. Ähnlich wie wir das hier oben gesehen haben, da gab es ja auch mal eine kurze Gegenbewegung, die uns hier sehr, sehr schön den Einstieg auch ermöglicht hat und dann die schöne Bewegung nach unten mit in Position nehmen zu können. Und so etwas kann hier auch passieren. Wird dieses Szenario gespielt, dann sehen wir Kurse nach oben laufen. Der nächste Anlaufpunkt wäre dann hier oben dieser Widerstandsbereich um die 1,17270 als erstes Ziel. Wenn es dann doch noch ein Stückchen weiterläuft, haben wir das nächste hier, wo es immer mal so ein paar Drehpunkte gegeben hat, oben um die 1,182 in diesem Bereich. Wenn wir uns das Ganze mal im Stundenchart anschauen, dann können wir das auch sehen. Das heißt, eine Gegenbewegung hier unten, die sollte natürlich dann so aussehen, dass wir hier unten steigende Kurse sehen. Das heißt, dass dieser Abwärtstrend, der momentan vorhanden ist, gebrochen wird und der Markt hier Stück für Stück nach oben laufen kann. Das wäre dann das Szenario, wenn der Markt nach oben läuft. Und da sehen Sie hier schön im Stundenchart die Zeiträume bzw. die Zahlenräume, wo hier eventuell die Widerstandslevel dafür sorgen könnten, dass der Markt wieder nach unten rumdreht. Das sozusagen das Setup, die Handelsidee für einen Abprall von dieser Linie. Schauen wir aber in den Tageschart rein. Wenn wir sehen, dass der Markt doch nach unten will, er kündigt sich ja heute auch wieder an mit ordentlich fallenden Kursen und er geht hier durch wie ein warmes Messer durch Butter, dann haben wir die nächsten Unterstützungen auch im Chart nicht ganz so weit weg. Aber es liegen halt auch Cents dazwischen, also doch auch viel Potenzial, was das Geld zum Verdienen angeht auf der Unterseite. Wir haben hier die nächste Unterstützung im Bereich dieses Preislevels von 1,14,722. Dann haben wir hier unten was 1,13,8 und dann hier dieses Tief dieses Trends, was wir hier hatten, ist das nächste dann bei 1,13,2. Also Sie sehen auch auf der Unterseite ist das Ganze dann so gestaltet, dass der Markt hier doch deutlich nach unten will und wir haben in der Stunde hier momentan einen bestehenden Abwärtstrend. Das heißt, momentan spielt der Markt sehr, sehr schön das Portfolio bzw. die Strategie nach unten und jetzt ist es halt die Frage, was passiert in diesem Widerstandsbereich? Läuft der nach unten durch? Dann kann es schön zur Abwärtsdynamik kommen. Gibt es eine Korrektur, einen Abprall? Dann könnten wir auf Tagesbasis einen kurzen Rücklauf bekommen. Dazu müssen wir allerdings auch ein paar, sage ich mal, passende Nachrichten haben, dass der Markt sieht, okay, so schlimm ist es nicht, dass wir hier eine Korrektur bekommen. Also momentan schaut es eher so aus, als wenn der Markt hier weiter nach unten möchte. Aber Sie wissen es, in diesen Widerstands- bzw. Unterstützungslevels gibt es immer beide Möglichkeiten. Und aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir Trader hier auch immer beide Sachen auf der Uhr mit haben. Wechseln wir dann wieder zurück in den Tag und zum Währungspaar britisches Pfund, Australdollar. Auch das direkt wieder für Sie auf der Tagesbasis besprochen. Was haben wir hier? Wir haben auch hier einen schönen
aufwärts gerichteten Markt. Sie sehen hier das große Bild. Ich habe es Ihnen eingezeichnet. Auch hier wieder schön die Untertrends zu sehen. Und das, was wir hier momentan sehen, ist einfach der korrekturförmige Abwärtstrend, der die Korrektur dieses übergeordneten Aufwärtstrends darstellt. Er ist mittlerweile in einem Unterstützungsbereich angekommen, den ich hier in Blau markiert habe. Das heißt hier um die Preise von 1,76 so in etwa über den Daumen. Und da haben wir hier gestern diese Kerze. Ich mache das mal ganz kurz etwas größer für Sie, dass Sie es besser sehen können. Diese Kerze war so ein erstes leichtes Andeuten. Es könnte in diesem Bereich doch wieder eine Korrektur geben, beziehungsweise einen Abprall von dieser Linie. Also das heißt eine Korrektur in diesem Abwärtstrend, der auch sehr, sehr, sehr weit in seiner Bewegung steht. Und da ist es natürlich hochinteressant, wenn wir hier eine frühe Umkehr bekommen, mit Blick in den Stundenchart, was wir gleich machen, dann haben wir auf der Oberseite natürlich einiges an Potenzial. Und wenn das passiert, was hier drüben passiert ist, dann wissen Sie, wenn sich dieser große Trend fortsetzt, dann ist das Ziel sozusagen erst einmal bei einer Trendfortsetzung hier oben dieser alte Hochpunkt. Und dann sehen Sie mal, wenn wir wirklich aus so tiefen Korrekturen herauskommen, da liegt einiges an Potenzial in solchen Trades drin. Und deshalb ist es schön, wenn man unten reinschauen kann, früh reinkommt. Wir wissen zwar nicht, ob der Markt wirklich bis hoch läuft, aber wir können ja jetzt schon sagen, mit Blick auf diesen Trendverlauf, den wir hier hatten, wer entsprechend nach uns kaufen wird. Und das ist es spannend. Aber jetzt erstmal sind wir hier unten. Das heißt, hier geht es darum, der Markt muss erstmal aus sozusagen der Deckung kommen, dieses Signal, was wir gestern haben, definitiv auch bestätigen. Es ist heute schon mal deutlich nach oben gelaufen, das sehen wir auch im Stundentrend. Und die gute Nachricht, die wir hier haben, ist, wir haben hier jetzt mittlerweile einen Aufwärtstrend. Der ist jetzt aktuell extrem tief, auch in seiner Korrektur. Das heißt, der Markt hat sich hier schon mal nach oben rausgeordnet. Er hat diesen Bewegungstrend, den wir hier unten sehen, definitiv auch rausgenommen mit einem Gegentrend. Und jetzt kommt es halt darauf an, spielt der Markt die Stärke weiter, dann müssen wir hier oben drüber. Und dann bricht er vom Prinzip ja auch das Untergeordnete, den untergeordneten Trendverlauf. Wir haben jetzt hier auch wieder die Situation, dass wir halt Märkte haben, die sozusagen in den Fluss von verschiedenen Trendgrößen das Ganze auch haben. Das heißt, zeichnet man mal dieses Bild ein, hat man hier Korrektur, wir hatten tiefe Bewegung, wir hatten wieder Korrektur, wir hatten wieder tiefe Bewegung, wir hatten Korrektur, hier gab es jetzt keine neuen Tiefs, also wir können hier schon vom Anbeginn eines neuen Trends auch sprechen und der muss natürlich rausgenommen werden und im Verlauf läuft er dann hier drüber und spätestens, wenn wir hier oben drüber sind, über die 1,77483 in diesem Bereich, ist auch dieser Trend hier in diesem Bereich, ich zeichne das mal ganz kurz ein, hier hat man die Bewegung sozusagen, hier hat man dann die Korrektur und dann hatten wir hier tief laufend sozusagen den Markt nach unten bis in diesen Bereich, na, jetzt gibt das Zeichenwerkzeug nicht, bis in diesen Bereich hier unten rein das Ganze laufen und jetzt sind wir hier sozusagen Stück für Stück dabei auch unterwegs. Hier, Sie sehen es, wir hatten hier eine Bewegung. Wir hatten die Situation, dass der Markt hier kein tieferes Tief gemacht hat und hat sich dann sozusagen schön nach oben geschoben und hat hier untergeordnet einen Aufwärtstrend gemacht. Wie schon gesagt, der Bewegungstrend ist erstmal gebrochen. Das heißt, hier haben wir erstmal schön einen Aufwärtsschub jetzt trendförmig und wie schon gesagt, hier oben, das wäre das wichtige Level. Wenn wir da drüber laufen, haben wir eine schöne Bestätigung, dass der Markt auch hoch will und dann haben wir hier auch mit Blick in die Tagesbasis hinein. Ich mache mal ganz kurz diese ganzen Zeichnungen weg, dass wir es besser sehen können. Da haben wir jetzt hier schon sehr, sehr schön die Situation, dass wir dann nach oben laufen würden. Und das wäre spannend zu sehen. Und dann ist das Potenzial auch da, dass der Markt hier hochläuft und wir kommen an einer sehr, sehr frühen, an einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt in dieser Korrektur in den Markt hinein. Und wenn alles gut läuft und der Markt wieder diesen Aufwärtstrend aufnimmt, dann ist es schön, weil wir nach oben viel Platz haben. Alternativ dazu, wenn hier die Kurse doch nicht ansteigen, ja, dann ist es natürlich auch opportun, dass der Markt hier nach diesem kleinen Ausritt nach oben die Korrektur nach unten weiter fortsetzt. Also dieser Abwärtstrend, dass der sich weiter fortsetzt. Und dann liegen hier die nächsten Unterstützungen um die Preismarken. Wir sehen es hier von 1,74618 beziehungsweise hier unten dann 1,73463. Die habe ich auch wieder hier das Zwischenteil für das kurzfristige Trading. Im Tageschart ist natürlich für das mittelfristige Trading die Swings hier unten, diese Linie, viel, viel wichtiger, weil das ist der Tiefpunkt von diesem Trend hier. Aber mit Blick in den Stundenchart nach unten hin gesehen, haben wir halt auch dieses Level,
was ich zuerst genannt hatte. Ich hoffe, wir kriegen die Daten jetzt hier rein, weil das ist doch schon einiges her ist jetzt. Wir gucken mal kurz, ob wir es vielleicht im 4-Stunden-Markt sehen. Hier unten dieses Level, das ist das. Hier gab es noch einen kleinen Trend nach oben sozusagen und dieses könnte eine erste Unterstützung auch sein, wenn der Markt hier deutlich nach unten läuft. Also Sie sehen, es macht auch hin und wieder Sinn, die untergeordneten Zeiteinheiten einfach mal anzuschauen. Auf Tagesbasis war es dann sozusagen hier ein Tagestief in diesem Bereich, was ich markiert hatte. Und dieses Tagestief gilt sozusagen dann als leichte Unterstützung hier in diesem Bereich. Also hier dieses Tief dieser Tageskerze ist eine leichte Unterstützung, weil Tagestiefs werden halt auch gern angelaufen. Aber Sie sehen, es ist auch schon einiges an Strecke nach unten mit zu laufen. Aber wir wissen ja nicht, was der Markt macht. Das sehen wir Trader erst, wenn der Markt das gemacht hat. Und deswegen sind die Planungen so wichtig. Und das machen wir hier in diesen Morgenbesprechungen. Und damit würde ich gern zum dritten Währungspaar für heute wechseln. Und zwar ist das der US-Dollar. Schweizer Franken. Auch hier der Blick in den Tageschart hinein. Auch hier eine Situation, wo wir einen aufwärtsgerichteten starken Markt haben, der gerade einen Abwärtstrend hier macht. Und dieser Abwärtstrend ist im Zusammenhang mit dem gesamten Chartbild momentan die Korrektur. Und wir haben die Korrektur hier in einem Bereich gehabt, wo der Markt ein Tief gehabt hat, hier ein Tagestief, von dem er schon mal nach oben gestartet ist. Und hier haben wir 1, 2, 3 Tage gehabt, in denen der Markt schon immer wieder mal nach oben rumgedreht ist. Hier gab es gestern wieder die Situation, er ist in dieses Level ungefähr so ein bisschen reingelaufen, hat dann mit Stärke reagiert. Und wenn sich dieses Stärkesignal fortsetzt, das heißt, wenn wir hier eine Bestätigung dieses Signals bekommen, in der Stunde wäre das dann der Aufwärtstrend, dann hätten wir hier das Potenzial, dass wir nach oben laufen würden und dann wären die entsprechenden nächsten Widerstände, die der Markt anlaufen könnte oder wird, wenn er dann nach oben läuft, die 0,99569, dann haben wir hier die 0,99761 und dann hier oben dieser Bereich um die, knapp einen Schweizer Franken in diesem Bereich und das schauen wir uns gerne auch nochmal im Stundenchart an, weil da sehen wir die Verläufe auch etwas besser. Schauen Sie, hier haben wir sehr, sehr schön den korrekturförmigen Abwärtstrend mit auch den zusammenfließenden Untertrends, alles, was hier notwendig ist. Und hier sehen wir dann sozusagen auch die wichtigsten Bereiche. Das heißt, das wäre dann hier dieser Punkt und dieser Punkt, der erstmal als Anlaufpunkt nach oben gelten würde. Und natürlich, wenn sich dieser Trend hier fortsetzt, hier dieses Trend hoch in diesem Bereich natürlich auch, das wäre mal der erste Marke, die genommen werden muss. Und wir sehen es halt auch hier. Ich zeichne Ihnen das mal ein. Wir haben hier mittlerweile einen Trend, der sehr, sehr schön nach oben läuft. Das heißt, wir haben hier einen Gegentrend zu diesem Trend. Dieser Trend ist momentan innerhalb seiner Korrektur und wenn wir diese sehr schönen weiten Verläufe haben, dann macht es halt auch Sinn, diese Untertrends zu beachten, weil die geben uns genügend Raum zum Treten und aktuell sind wir sozusagen hier in der Korrektur des Ganzen. Der Markt läuft hier schon wieder Stück für Stück nach oben. Wenn sich das Ganze fortsetzt, ist das dann die Bestätigung des Tagesumkehrsignals, was wir hier sehen und da ergibt sich dann das Potenzial, dass der Markt wirklich Stück für Stück nach oben laufen kann. Kommt es hier auch wieder am Unterstützungsbereich doch zu einer Gegenbewegung? Das heißt, wenn das, was wir jetzt hier sehen, nur der Bewegungstrend und die Korrektur dieses Bewegungstrends, oder Entschuldigung, das, was wir hier sehen, ist ein Trend, der die Korrektur der vorherigen starken Bewegung eingeht. Und wir haben jetzt hier, ich mache das auch, das zeichne ich nochmal für Sie ein, das ist hier der untergeordnete Trendverlauf. So, das heißt hier, das ist der Abwärtstrend, den wir jetzt sehen, der lief hier schön stark nach unten und hat das, was wir jetzt hier sehen, ist sozusagen eine Korrektur des Ganzen. Und wenn der Markt hier wieder rumdrehen würde, das wäre dann in der Stunde sozusagen das Gegenteil von dem, was wir gerade gesehen haben, dann wäre jetzt hier die Korrektur dieses Abwärtstrends da und wenn wir hier wieder rumdrehen, dann bestünde durchaus, wenn der Markt weiter schwach bleibt, eine Fortsetzung der Korrektur. Die nächsten Unterstützungsbereiche sehen wir dann hier im Markt bei Preisen um die 0,98672 gefolgt von 0,98 knappe 2. In diesen Kurs Gegenden könnte dann wieder eine erneute Kursumkehr geschehen. Das heißt, da könnten diese Muster auch auftauchen. Aber momentan, Sie sehen es auch, spielt der Markt entsprechend hier das Muster nach oben. Und das ist ja auch interessant zu sehen. Und wenn das bestätigt wird, wie schon gesagt, das Potenzial haben wir hier besprochen. Und damit wäre ich auch am Ende der Marktbesprechung angekommen. Wenn Sie mögen, sind Sie morgen wieder dabei um 9 Uhr hier an gleicher Stelle live auf Facebook. Da besprechen wir wieder die Handelsideen, die ich gegen 8 Uhr für Sie
in den Blog von Tickmill einstelle und all diejenigen, die dieses Video dann im Nachgang schauen, direkt auf Facebook oder auch auf dem YouTube-Kanal, sie können dann sehr, sehr gerne auch Fragen dazu stellen, einfach an Tickmill eine E-Mail schreiben beziehungsweise im Expertenblog direkt auf mich zukommen und dann können sie hier ihre Fragen auch loswerden. Also möchte ich mich hier wieder für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich wünsche Ihnen einen schönen Handelstag und wir sehen uns morgen. Machen Sie es gut, Ihr Mike Seidel.